naja, wunderbar. Als nächstes ist eine Frau nämlich unsere Wahl. Wuchs auf bei den Großeltern im Wuppertal. Kennt ihr eins ihrer Bücher? Naja, gucken wir mal. Krieg, Porno und Reisen im Burma. Sie studierte in Frankreich, voila. Psychologie, Soziologie mit Sartre und de Beauvoir auf du und nicht sie. Schrieb ne Biografie über Romy Schneider. So ging das Leben dieses Promis weiter. Verheiratet mit Fotografin Bettina Filtner. Bundesverdienstkreuz, was geht, Digga, chill mal. Sie hat mehr erreicht als die meisten Männer. Sie gründete die Zeitschrift Emma. Na kommt schon, ihr wisst es nach genauer Überlegung. Das bekannteste Gesicht der deutschen Frauenbewegung. Helfen nicht viel, warte. Ich bring euch jetzt einmal schnell über die Zielgerade. Ich war selten so verliebt in eine Dame. Sie ist sogar auf einer belgischen Briefmarke. Seit 1975 ist dieses Girl in. Spielte in einem Film die Vogue-Chefredakteurin. Gastjurorin beim Project Runaway. Neben Heidi Klum war sie der absolute Hammer, ey. Genderstudien zeigen, sie ist zart und feminin. Doch andererseits auch stark und aggressiv. Ihr Markenzeichen die gelockten blonden Haare. Die großen blauen Augen, so eine holde Dame. Erschaffen von Jim Henson. So sexy Männer müssen sich erst hinsetzen. Was ein Traum aus flüssigem Latexschaum. Anthropomorphes Schwein aus der Muppet Show.